Du kennst der Erdenzeit Ängste und Bitterkeit. Sein allerletzter Schrei riss auch dein Herz entzwei. Mit diesen Worten Silja Walters, die wir am Ende des Gottesdienstes singen, ist dieser Tag zusammengefasst. Und während wir schon in den letzten Tagen in den Schrifttexten, über die wir nachdenken, die wir hören, über den Kern christlichen Glaubens, um den Kern kreisen, mit dem Nachfolgewort Jesu, an Petrus gerichtet und dann an alle, hinter mich, geh in meiner Spur, folge mir nach, und sei es die Spur des Kreuzes. Gestern am Fest Kreuzerhöhung und heute der Schmerz der Mutter, der im Mittelpunkt steht. Auch wenn man nicht leibliche Mutter ist, fällt es nicht schwer, sich hineinzuversetzen in einen solchen Schmerz. Wenn wir nicht völlig abgestumpft sind, bewegen uns die Bilder, die wir sehen, etwa der Flüchtlinge, der Frauen, die ihre Kinder umklammern. Wie halt Mütter für ihre Kinder kämpfen. Wir können uns leicht hineinversetzen, wie das die lange Sequenz, die wir aufgeteilt singen, an diesem Tag tut. Eine Schule des Empfindens, des mit anderen Empfindens, der Kompassion, der Sympathie, wie wir sagen, des sich hineinversetzens in den anderen. Dass es nicht sinnloser Schmerz ist, sagt uns dieser Tag. Dass er in der Nachfolge des Kreuzes, in der Spur Christi, zu einem Schmerz wird, der Heil macht, sagt uns dieser Tag und das begehen wir heute. Und es ist ein großes Geschenk, dass auch die Stunde des Schmerzes erreicht wird vom Schatten des Kreuzes und vom Licht der Auferstehung. Auch die Stunde des Schmerzes und durch die Stunde des Schmerzes, dieses von einer Mutter geheiligten Schmerzes, wie dieser Tag sagt, ist heilvoll für unser Leben, wenn wir es annehmen und durchgehen. Wenn wir im Blick auf Maria und mit ihrer Hilfe durchhalten, dann wird zwar zuweilen ein Schwert unsere Seele durchdringen, aber es wird uns nicht umbringen. Dieser Schmerz wird uns befreien zum Leben.